Hey Stefan hier. In diesem Video schauen wir uns nochmal das Thema Ausklammern. Ausklammern ist eine Grundlage, die du irgendwann mal gelernt hast, wahrscheinlich in der Schule. Es war aber oder ist wahrscheinlich lange her. Und deswegen schauen wir uns das nochmal an, weil gerade im Modul Wärmetechnik kann es sein, dass du das Thema nochmal anwenden musst, beziehungsweise die Rechenregel zum Ausklammern. In einem unserer vorherigen Videos oder in einem unserer Videos haben wir eine Formel stehen. Ich schreibe die mal auf. Die heißt dann die Anfangslänge a mal Alpha Länge a mal Delta t, Klammer zu, minus die Anfangslänge s mal Alpha Länge s mal Delta t. Ich werde jetzt an dieser Stelle nicht weiter auf die Formel eingehen und sagen, woher die kommt, warum die kommt. Das ist die Formel aus dem Video Formel umstellen 2. In diesem Video hier geht es jetzt nur darum, wie ich etwas ausklammern kann. So, und jetzt haben wir hier zwei verschiedene Bereiche. Das ist der Bereich Nummer 1 oder Term 1. Das ist der Term 2. Wir sehen, LOA hier gibt es nur einmal. Alpha LA gibt es nur einmal. Aber schau mal an, dieses Delta T gibt es hier und das Delta T gibt es auch da. Wobei wieder LOS nur einmal da ist und Alpha LS, also die Längenausdehnungskoeffizient, ist auch nur einmal da. Und jetzt haben wir aber das Delta T, das ist jetzt zweimal da und das können wir jetzt ausklammern. Okay? Wie würde das aussehen? Wie wäre das Ergebnis? Delta T mal Klammer LOA mal Alpha LA, okay, minus LOS mal Alpha LS. So wäre das jetzt ausgeklammert. Bedeutet Gegenprobe, das mal das und das mal das, das würde man dann ausmultiplizieren nennen. Und dann würde man wieder zur ersten Zeile kommen. Machen wir mal ein Beispiel dazu, wie ist das gemeint? Beispiel. Machen wir mal ein einfaches Beispiel. Das würde jetzt beispielsweise lauten 7x, okay, plus 3x. Und jetzt könnte man ausklammern. Und zwar, was könnte man hier ausklammern? Was ist hier gleich? Ich habe es ja schon farbig markiert. Das x ist gleich. Okay, x mal 7 plus 3. Okay, dann ist das x ausgeklammert. Nochmal die Gegenprobe, x mal 7, x mal 3. Das ist dann das Außenmultiplizieren, das führt dann zu 7x plus 3x. Okay. Jetzt bist du in der Reihe. Jetzt schauen wir uns mal an. Jetzt kannst du mal üben. Und zwar kannst du jetzt bitte mal schauen, 15y minus 5. Was kannst du ausklammern? Was hat Gemeinsamkeiten? Also das Y ist nur einmal da, das wird es nicht sein. Aber vielleicht gibt es etwas anderes, was du ausklammern kannst. Versuch das bitte jetzt mal. Das heißt, drück das Video mal auf Stopp, mal auf Pause. Versuch es mal zu berechnen oder hinzuschreiben. Und wenn du meinst, du hast die Lösung gefunden, drückst du wieder auf Play. So, schauen wir uns das mal an. Was könnte da rausgekommen sein? Wir machen das erst nochmal hier so, um das mal zu verdeutlichen. Wo haben wir Gemeinsamkeiten? Wir haben bei der 15 eine Gemeinsamkeit. Das Y ist nur einmal da mit der 5. Was ist damit gemeint? Wir haben da eine Gemeinsamkeit. Naja, die 5 passt dreimal in die 15, ja, zum Beispiel. Oder die 5 in die 5, einmal, aber dreimal in die 15. Bedeutet, das können wir jetzt mal anders hinschreiben. Und zwar, wenn wir das jetzt hier ausklammern, wie mache ich das jetzt? Schreibe ich jetzt hier drunter, wäre das die 5, klammern wir aus, mal 3y minus 1. Ja, das ist das Ergebnis. Weil, wenn wir jetzt die Gegenprobe machen, 5 mal 3y und 5 mal minus 1, da würde rauskommen 15y. Minus 5. Okay?
Das war das Thema ausgeklammert.